Decentralized Finance besitzt langfristig das Potenzial, den traditionellen Finanzsektor sowie die dazugehörigen Finanzdienstleistungen grundlegend zu verändern. Durch den zunehmenden Einsatz von Software versucht DeFi, ähnlich wie moderne Fintechs, ein bequemeres Banking mit neuen Produkten zu erschaffen. Der große Unterschied jedoch zwischen Fintechs und DeFi besteht darin, dass die heutigen Fintechs auf zentrale Strukturen klassischer Bankensysteme beruhen. DeFi hingegen ist genau gegenteilig aufgebaut. Und wenn ihr wissen wollt, wie, dann bleibt unbedingt dran. Viel Spaß beim Video. Wie bereits erwähnt, sind Fintechs auf zentrale Strukturen traditioneller Banken aufgebaut. Doch wie ist es bei DeFi? DeFi steht für Decentralized Finance, also für Finanzmärkte mit dezentralen Strukturen. Diese dezentralen Finanzmärkte basieren auf Blockchains, welche Transaktionen automatisch über Smart Contracts abwickeln. Durch die Nutzung dieser Technologien können jegliche Finanzservices dezentral, also ohne Mittelsmann und weltweit für jeden nutzbar gemacht werden. Dies ermöglicht, dass klassische Bank- und Finanzdienstleistungen in die Blockchain übertragen werden können. Einerseits entstehen dabei viele neue Möglichkeiten für den Finanzsektor, andererseits können so auch einige Probleme der traditionellen Bankensysteme gelöst werden. Beispielsweise hat man zunächst einmal im Vergleich zu klassischen Finanzdienstleistungen einen einfacheren Zugang zu solchen Projekten. Während man bei klassischen Finanzdienstleistungen noch aufwendig und langwierig ein Konto eröffnen muss, um ihre Services nutzen zu können, benötigt man für DeFi lediglich eine kompatible Wallet und eine Internetverbindung. Des Weiteren wird man auch nicht von jeder Menge unübersichtlichen Papierkram in die Irre geführt, da durch die transparente Blockchain sowie den Smart Contract undurchsichtige Verträge und versteckte Klauseln ausgeschlossen werden können. Nicht zuletzt können DeFi-Dienste jederzeit und überall genutzt werden, sodass man nicht von Öffnungszeiten oder langen Verzögerungen an Wochenenden abhängig ist. Bereits heute gibt es viele Anwendungsbereiche von DeFi, die deutlich zeigen, dass es ein schnell wachsender Bereich des Blockchain-Universums ist. Denn DeFi selbst deckt so gut wie jeden Bereich des traditionellen Bankwesens ab. Hierfür erfüllen unterschiedliche Projekte unterschiedliche Funktionen. Die bekanntesten Funktionen solcher Projekte sind unter anderem das Lending und Staking sowie die dezentralen Börsen und Handelsplätze. Beim Lending werden Darlehen oder Kredite in Form von Kryptowährungen vergeben. Kreditgeber können ihr eigenes Kapital verleihen und Kreditnehmern als Darlehen anbieten. Hierfür werden die Bedingungen des Vertrages in Smart Contracts festgehalten. Im Gegenzug für den Kredit erhält der Kreditgeber dann Zinsen vom Kreditnehmer. Das Staking ermöglicht es Besitzern bestimmter Kryptowährungen, passiv und relativ leicht Geld zu verdienen. Dabei werden die Tokens sozusagen eingefroren und an das Netzwerk weitergegeben, welches diese Tokens dann anschließend nutzt, um einen Konsens zu finden oder neue Blöcke zu validieren. Als Belohnung für das Bereitstellen von Tokens werden zusätzliche Tokens ausbezahlt und zur bereitgestellten Summe hinzugefügt. Dezentrale Börsen und Handelsplätze bieten im Vergleich zu zentralisierten Börsen einzigartige Produkte an. Beispielsweise können Nutzer über die Plattform Uniswap Ethereums gegen andere Tokens von integrierten Projekten tauschen, die eventuell nicht auf den großen zentralisierten Börsen erhältlich sind. Außerdem kann auch das Bereitstellen von Liquidität für solch eine Börse für Anleger eine interessante Variante zur Erzielung einer Rendite darstellen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich Decentralized Finance durch wesentliche Eigenschaften und Vorteile vom traditionellen Bankwesen unterscheidet. Zunächst einmal ist DeFi programmierbar. Das heißt, Abläufe können durch Softwarecode automatisiert, vereinfacht, effizienter und somit auch kostengünstiger gestaltet werden. Zudem ist es zensurresistent, was bedeutet, dass es keine Ausgrenzungen oder Einschränkungen von Teilnehmern durch zentrale Institutionen gibt. Des Weiteren ist DeFi trustless und transparent. Es braucht kein Vertrauen in bestimmte Organisationen oder Personen, da volle Transparenz und Nachvollziehbarkeit aller Transaktionen durch eine Blockchain gewährleistet wird. Und zu guter Letzt agiert DeFi dezentral und unabhängig. Das heißt, dass jeder weltweit ohne Mittelsmänner und rund um die Uhr an solchen Projekten teilnehmen und diese Dienstleistungen nutzen kann. DeFi umfasst viele verschiedene Bereiche und hat großes Potenzial, unsere Wirtschaft zu verändern.
Daher hoffen wir, dass wir euch die große Welt der DeFi in kurzer Zeit verbildlichen konnten. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Channel für mehr Videos dieser Art. Dann bis zum nächsten Mal.